Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor. Wir befinden uns in den Duellkerkern und Mario hat Krämpfe. Jetzt in der 62. Etage. Diesen Gegner kennen wir. Da nehme ich Kupio. Aua, das war nicht so schlau. Und ja, wir kämpfen uns hier durch jede einzelne Etage der Duellkerker. Und das hier ist keine Gegnerkonstellation, die mir gefällt. Powerpanzer 20. Nein! Das Bullhack hätte ich gebrauchen können! Oder hatte ich überhaupt Platz? Nein, hatte ich nicht. Aber trotzdem, das ist. Ja, das ist. Ja. Hier, sorry, aber nee. Puh, was, dafür kriege ich einen Sternenpunkt? Du willst mich doch verarschen. Ja, gut, also wir sind hier in den Duellkerkern und ja, wie ihr seht, es geht, ja. Wir werden hart rangenommen. Wir werden hart rangenommen und... Ich schätze, dass wir auch erst in der nächsten Folge mit den Duellkickern fertig sein werden, Toonbean. Magimech, wie mache ich das denn mit einem Magimech? Der hat eine hohe Verteidigung, oder? Zwei, glaube ich. Das heißt, Yoshi ist dann nicht so schön. Nagarine! Die umgeht die Verteidigung. So, du. Jetzt komm her, ich klatsch dich. Jetzt zählt das wieder nicht als Stampfattacke und... Der hat einen Kraft Plus! Ist der bescheuert? Alter, der hat einen Kraft Plus! Ciao. Ganz schnell. Ciao. Ich weiß, ich hätte mir den Orden jetzt auch klauen können. Was übel geil gewesen wäre, aber nein. Die 6 OP kriege ich eh nicht zusammen. Das kann wehtun. Oder? Nee. Der erhöht den Schaden ja nur um 1. Hätte ich ihn dann doch lieber geklaut. Ein zweiter Kuss, der Marius Kari wiederherstellt. Ja, hier Maulschelle. Ah, du bist doch ein Saftsack. Ja, was weiß ich, wer der Echte ist? Bin ich Jesus? Das hätte ich doch niemals rausgefunden. Ja, komm, ey, du bist doch echt gemein. Ich probiere es jetzt auf gut Glück. Ich sage, es ist der. Es war nicht der. Komm, hier, ich spiele jetzt nicht lange mit dir. Ich krieg jetzt eh meine BP aufgefüllt, deswegen ist das schon in Ordnung. Gut, Level up! Level. Ich kriege ein geiles Level up. Was erhöhe ich denn? Ich würde ganz gerne die BP erhöhen. Eigentlich würde ich ganz gerne die BP erhöhen. KP-Probleme hatten wir bis jetzt nicht. OP... Weißt du, die 3 OP, wenn schon, dann müssten es 9 sein und deswegen sag ich BP. Ich sage BP. Ich sage BP. Ich krieg trotzdem den Orden. Wie geil ist das denn? Okay, ich muss zugeben, jetzt werde ich gerade ein bisschen supportet. Ey, überleg mal, wenn ich den Orden anmachen könnte. Wo ist denn der? Hier. 6 OP, aber wie kriege ich denn... Okay, das sind schon mal 4. Stachelschild, ne? Oh, ich habe da so eine ganz geile Idee.
Okay, okay. 63, ja gut. Ein bisschen Weg haben wir noch vor uns. Na, du bist auch so ein Mistviech da, ne? Ja, komm doch. Ich will eine Stampfattacke machen. Jetzt komm doch. Alter. Okay. Sorry, aber nee. Obwohl, ich könnte auch Powerpanzer machen und dann noch Multisprung. Das kostet mich nur 5 BP. Da mache ich so. So, jetzt muss aber alles richtig sein. Okay. Puh. Und trotzdem kriege ich nur einen Sternenpunkt. Das ist doch gemein. Dann kriege ich 2 BP zurück. Das ist doch... Was bist du denn? Warte mal, ist das nicht der aus dem Dings? Aus dem... Okay, der hat einen Speer, das heißt... Ich nehme Nagorino. BZW, ich weiß nicht, ob ich den noch scannen muss. Oder kenne ich den? Ich muss leider auf Nummer sicher gehen. Ich muss leider auf Nummer sicher gehen. Ich weiß nicht, ob ich die kenne. Ich kenne die. Landsherr, ja. Und dann gleich 2! Das ist der aus dem ersten Kapitel. Also nein, nicht aus dem ersten Kapitel, sondern aus Rohlingen, der. Der das östliche Viertel bewacht hat. An Professor Gumbarets Haus. Oh mein Gott, dann hätte ich lieber... Oh. Aber weißt du was? Dem kann ich jetzt so richtig auf die Fresse geben. Ja, der hat einen Speer. Nee, ich wechsle jetzt zu Nagorino. Erhöht die Verteidigung? Das ist gut. Das ist gut, weil ich glaube, die können ganz schön Aua machen. So, aber, ja. Reduziert Schaden. Was? Dann würde ich sägen. Mache ich jetzt einen Multisprung. Ja, das war ganz gut. So, und jetzt Maulschelle. Das müsste auch nochmal um die schöne 7 Schaden machen. Genau. Ah! Ja, guckst du doch mal aus der Wäsche, was? Und jetzt gebe ich dir den Hammerschlag des Verderbens. Bam! Geiler Kampf. Ich muss zugeben, geiler Kampf. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn ich viel Schaden austeilen kann. Ich meine, klar, das kann ich bei den anderen Gegnern auch. Aber ich mag das. Ich kann das nicht so beschreiben, aber ich finde das geil. Ich mag das, wenn ich Gegnern so richtig aufs Maul geben kann. So eine Nagorino mit den Stacheln. Nee, um die Stacheln kommt die, glaube ich, leider nicht rum, ne? Trotz alledem. Deswegen würde ich sagen... Wer kann Bartomp? Ich kann Bartomp, ne? Ich nehme mal Bartomp mit ins Boot. Wie viel Leben hat der Hyper Lucky Du? Ich weiß es leider nicht. So, warte, jetzt mache ich's mit Verstand. Bombe? Und der hat einen Sprung. Der Kampf hätte viel schwieriger sein können. Viel, viel, viel schwieriger. Glaubt's mir. Glaubt es mir. Der Hyper Lakitu hätte noch mit seinen Stachikäfern oder Käferstacheln da rumspielen können. Der Magimech hätte sich dann am Ende vermehren können und ach, was nicht alles.
Kupio? Ciao. Überlebt er das? Es ist ein Knochen trocken, ne? Und noch ein Lanzer. Ja, wäre ich mit Mario draufgesprungen, wäre er jetzt down. Oh, lass mich überlegen. Wenn ich jetzt... Nee, das macht mehr Schaden. Du bist eine Missgeburt. Ich kann den nicht angreifen, weil der da vorne davor steht. Boah, das ist doch... Alter, ist das unfair. Ey, das... Also, sorry. Nee, das ist... Das... Nee, das geht nicht. Das kannst du doch jetzt nicht bringen. Und weil der... Ein Speer... Alter, das ist gemein. Ich kann ja auch nicht auf den drauf springen. Es fallen alle weg. Es ist... Boah, ist das gemein. Sieben. Du hast doch gelitten, Junge. Schwindeling macht Gegner schwindelig und eventuell bewegungsunfähig. Ich drücke schnell A hintereinander, ohne zu überhitzen. Ja, sorry, aber... Damit er mir hier ja liegen bleibt. Aua, ey, der ist ganz schön gemein. Ich muss zugeben, der ist ganz schön gemein. Aufpassen, dass mein Controller nicht leer ist. Also leer geht. Hätte ich den hier zur Not mit Kabel liegen? Ja, habe ich. Habe ich bestimmt. Hier liegen so viele Kabel. Aber das war gemein. Der Kampf war gemein. Es ist zwar alles gut ausgegangen. Ich hatte auch an sich keine Probleme. Aber trotzdem, das war gemein. Ah, so ein Mistviech. Ich glaube, da kann ich bei Nagerine bleiben. Ich wollte eine Stampfattacke machen, damit der weg ist. Oh. Ich habe nichts gesagt. I don't have said anything. Wie ist es denn, wenn ich jetzt Maulschelle? Ja, das ist schön und gut, ne? Aber... Klatsch, bumm, bang. Da ba da bi da babsen bam, bubsen bam da, bubi di baby ba da, bubi da bi ba du bi da bam. Oh nein, ich vergesse das immer. Ah, hier vielleicht ist es ja der erste. Ich probier's. Wenn der jetzt ein Item hätte, könnte man es sehen. Aber leider... Oh, Menschen. Wetten, es ist jetzt genau der, den ich nicht angreife? Sag ich doch! Oh, du bist... Oh. Komm, ich spiele jetzt mal ein bisschen mit denen. Komm, vorhin warst du es. Jetzt bist du es nicht mehr. Oh, ich habe aber nicht unendlich viel KP. Das ist nicht so gut. Ah, das ist klar. Guck mal. Jetzt habe ich ihn besiegt. Ciao! Aber der hat mir jetzt
bei Mario ganz schön viele KP abgezogen. Oh, cool, Sternenteile verdoppeln sich. Sternpunkte. 25 KP habe ich noch von 35. Ja, gut, das ist jetzt aber kein Weltuntergang. Zauber vermehrt Sternmünzen. Oder Sternmünzen, Sternteile, Sternpunkte, ganz ehrlich. Nee, Sternmünze ist was anderes. Und Sternteile ist das auch Super Mario Galaxy. Und Sternmünzen ist Starcoin. Das ist auch wieder was anderes. Also, ja, muss man aufpassen. Oh, nee, nicht diese Mistviecher. Die bringen hier mal die ganze Family mit. Ha, Scanner! Nee, jetzt auf einmal nicht, weißt du, dann... Ach, du kannst mich mal, ne? Weißt du kannst mich einfach mal. LOL. Barbara, oder? Ja, warte, wenn der jetzt gleich die Stachis macht. Ich weiß es nicht. Und Bachtom. Und wenn ich dann die Nerven verliere, dann die Powerbombe. Na, warum eigentlich nicht? Ja, du hast doch 6 Schaden, ey. Du spinnst doch. Bringt der Sternpunkte? Nein, leider nicht. Powerbombe. Wie viel Schild? Ja, die macht aber keine 13 Schaden. Oh, Yoshi. Rette den Tag. Ey, du bist so eine Mühlung. Ich hätte den normalen Sprung einsetzen sollen. Ich... Nee, hätte ich nicht. Nein, ist alles gut. Ist alles gut, ich habe nichts gesagt. Ja, komm. Warum zieht mir das 2 KP ab und ihn nur ein? Was ist das hier? Ist das jetzt hier schon, ist das jetzt hier schon, das ist doch Rassismus. Ja, aber ihn kriege ich nicht los, ne? Ah! Warte! Warum wirft er den nicht auf den Lakitu? Was ist das? Was soll das? Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht machen. Habe ich gesagt, dass wir in der nächsten Folge erst mit den Duellkeckern fertig sein werden. Wir sind bei 18 Minuten und ich bin erst bei... Jetzt erst bei 70. Ich kann froh sein, wenn ich es in der übernächsten Folge schaffe. So, hier auch wieder kein Händler. Doppelgriff P. Ey, Alter, das ist doch Müll. Also ganz ehrlich, 60 und 70 sind Müll. Macht euch da keine Mühe, um herauszufinden, was das für Items sind. Das ist Müll. Absoluter Müll. Was bist du denn? Für eine Missbildung. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich muss den ja erst scannen, ne? Ich gebe dem aber trotzdem schon eine mit. Okay, sind eh 2. Der hat nochmal eine höhere Verteidigung als der andere. Weil da mache ich zumindest 4 Schaden. Gelber Magimech. Das ist ein gelber Magimech. Magimechs sind magische... Ja. Maximale KP 10. Angriffskraft 6, Verteidigung 3. Sie setzen Magie für Angriffe und Statusveränderungen ein. Versuch ihnen schnell...
Versuch, ihn schnell zu besiegen, auch wenn seine Verteidigung hoch ist. Und dann noch so eine Koopa-Patrouille. So eine Asku-Patrouille. Okay, sorry, aber der... Was mache ich denn jetzt? Der hat eine Verteidigung von 3. Den Donnerzorn hätte ich gerne gehabt. Weißt du was? Ich setze jetzt einfach mal einen Sternwind ein. Ich glaube, das mache ich. Ja, oder? Oder? Nee. Das mache ich gleich mit Gumbrina. Und setze... Und jetzt setze ich dafür... Hier, da. So, dann bin ich den schon mal los. Aua. Verteidigung um 3 erhöht. Bist du eigentlich vom Himmel gefallen? Oh, Mama hat mir geschrieben. Komme sofort. Was? Das ist doch alles nicht normal. Ja, Leute, jetzt beginnen die harten Kämpfe. Sternenwind. Los geht's. Oh, der Controller vibriert. Das finde ich sehr geil und erregend. Stampfattacke. Aua! Alter! Du hast sie doch nicht mehr alle! Was? Oh nein, das hätte ich bedenken sollen. Wurde nochmal erhöht? Ja, was mache ich denn jetzt? Ich weiß, was ich mache. Verteidigung, hin oder her, die umgeht sie. Puh. Alter, die Viecher sind fies. Und dann gibt das nur 3 Sternpunkte mit einer Asku-Patrouille. So, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und fürs Dabeisein. Und ja, Leute, in der nächsten Folge werden wir hiermit auf keinen Fall fertig sein. Bis dahin, bis dann und schönen Tag noch. Ciao.